Zuschauer der Audi Star Talk auf Schalke mit dem Trainer, mit Jens Keller. Also wir halten fest, Fußball kann auf der einen Seite natürlich unglaublich und extrem schön sein. Aber Fußball kann auf der anderen Seite eben auch die Gegenseite haben. Wer wüsste das besser als man hier beim Meister der Herzen? Und auch Sie haben ja schon manch schwierigen Moment sozusagen in Ihrer Fußballkarriere erlebt. Ich glaube sogar, dass Sie eine Figur sind, wo man gerade dieses Spiel dieser Extreme in den letzten knapp anderthalb Jahren auch recht eng festmachen konnte. Anja Häberle und Jan Stampia arbeiten jetzt einfach mal die Zeit des Jens Keller hier auf Schalke auf. Eine Analyse. Ja, ich denke, meine Kollegen haben das sehr sauber aufgearbeitet. Und jetzt sind wir natürlich schon beim Aktuellen. Wie viel Kampfkraft braucht selbst ein Jens Keller, um so eine Woche zu verarbeiten? Erst kriegst du 6 Stück zu Hause gegen Real Madrid, fährst nach München, kommen die nächsten 5 oben drauf. Ja gut, das hat man ja im Bericht gesehen. Das haben alle auch wieder gesagt, dass ich nicht gerne verlieren kann, dass ich sehr ehrgeizig bin. Und das dauert natürlich schon eine gewisse Zeit. Ja, das waren 2 herbe Niederlagen, vor allem die Art und Weise, wie es zustande gekommen ist. Das ist das, was mich unheimlich ärgert. Aber seit Dienstag müssen wir das abhaken, müssen wieder nach vorne schauen, wie ich vorher schon gesagt habe. Mhm. Wir haben ein sehr wichtiges Spiel vor der Brust und jetzt zählt es auch, dass wir die Mannschaft wieder aufbauen. Mhm. Denn die Jungs haben das nicht absichtlich gemacht. Ja. Wir haben eine sehr, sehr junge Mannschaft. Auf dem Niveau, wo wir spielen, hat keine andere Mannschaft so eine junge Mannschaft auf dem Platz wie wir. Und wenn man da 6-1-Klatsche kriegt, fährt nach München, kriegt nach 2,5 Minuten gleich ein abgefälschtes Tor, dass das den jungen Spielern nicht gerade Stärke vermittelt, das war auch klar. Mhm. Aber nichtsdestotrotz hätten sie die ersten 35 Minuten natürlich sich anders präsentieren müssen. Aber was ist mit den anderen zum Beispiel? Das ist ja auch so eine Frage, die man sich dann stellt. Ich meine, Sie wissen selber, als Führungsspieler, wenn es gut läuft, wenn es toll läuft, dann steht man ja auch im Fokus und wird gefeiert. Aber wenn man, ich nehme jetzt zum Beispiel mal Kevin Prince Boateng, der ja so ein bisschen als Galionsfigur auch hier gilt. Ich fand, er ist ziemlich abgetaucht. Ja, er ist mit der ganzen Mannschaft abgetaucht. Ja. Es war keiner außer Ralf Fährmann. Ich glaube, der hat noch sensationell gehalten. Er hat noch einige Dinge rausgenommen. Ja, auch die Spieler. Aber verstehen Sie, warum so ein erfahrener Mann wie Boateng hat in Milan gespielt, warum der dann auch nicht in der Lage dazu ist, die Jungs zu führen? Ja, das war dann auch. Er war auch unzufrieden am Spielen. Das ist auch das, wo ich auch gesagt habe. Ja, die Spieler, die Erfahrung haben, müssen dann vorweggehen und nicht die jungen Spieler. Aber wenn man halt 5 Spieler drin hat, die sehr, sehr jung sind, ist es natürlich unheimlich schwer, das nochmal rauszuziehen gegen eine Weltklasse-Mannschaft. Ja, wir sind ja nicht die einzige Mannschaft, die dort hoch verloren hat, sondern Bayern hat eine außergewöhnliche Mannschaft, die dann auch keinen Fehler mehr machen, die den Ball laufen lassen. Man kommt auch gar nicht mehr in die Zweikämpfe. Selbst wenn man reden wollte, sind die Jungs dann nicht mehr hin. Wobei ich auch sagen muss, die 2. Halbzeit haben sie dann zumindest dagegen gehalten. Sie sind marschiert und ja, aber nichtsdestotrotz waren wir sehr unzufrieden. Klar. Keller forever. Der Mann kriegt einen Sonderapplaus. Schön, dass Sie da sind. Ich will jetzt da auch nie ewig drauf rumreiten, aber über eine Szene möchte ich doch nochmal sprechen, weil Sie die Gemüter, glaube ich, am Wochenende schon auch von den Fans, die das in Kneipen gesehen haben, zu Hause oder extra ins Stadion gefahren sind, schon noch ein bisschen geärgert hat. Nämlich die Nummer mit Farfan, der direkt nach dem Abpfiff da also nichts Besseres zu tun hatte, als Späßchen zu machen und Witze zu erzählen. Haben Sie sich den mal vorgeknöpft die Woche? Ja, da haben wir drüber gesprochen, klar. Kriegst du eine Geldstrafe oder wie gehen Sie mit so einer Situation um? Nein, ich denke, man muss die Jungs sensibilisieren. Eine Geldstrafe ist, denke ich, da nicht angebracht. Ich habe mal eine extra Runde im Training vielleicht. Das ist eine Option. Solche Dinge fruchten mehr bei den Jungs. Aber das ist uns natürlich auch aufgestoßen. Das ist auch nicht das, was wir nach so einem Spiel, glaube ich, von uns hat keiner sonst gelacht. Aber er weiß es und er hat auch eingeräumt, dass es ein Fehler war. Jetzt sind Sie als Trainer, glaube ich, ganz besonders gefordert. Wie gehen Sie mit der Mannschaft jetzt um? Viele haben sie auch nicht da gehabt. Wegen Länderspielen kommt noch dazu. Ja, wir haben viel gesprochen, aber man darf natürlich nicht vergessen, wir haben die letzten 5 Spiele davor, 4 Siege, 1 Unentschieden. Wenn uns jemand gesagt hätte, dass wir nach dem 6. Spieltag auf dem 4. Tabellenplatz stehen und auch noch 2 Punkte Vorsprung haben vor dem 5., dann hätte jeder gesagt, wunderbar, egal was passiert, das nehmen wir sofort. Also wir haben... Sie wollen sich jetzt die gute Rückrunde nicht kaputt quatschen lassen. Genau, das waren, wie gesagt,
zwei Spiele gegen die besten Mannschaften der Welt, ohne Zweifel viel zu hoch und auch die Art und Weise. Aber wir haben davor sehr, sehr gut gearbeitet und das weiß die Mannschaft auch und da werden wir auch wieder anknüpfen, bin ich überzeugt. Das waren sehr unglückliche 4 Tage, aber wir haben 4, 5 Wochen richtig gut gearbeitet, gut gepunktet. Die Spiele nicht mit Glück gewonnen, die wir da gewonnen haben, sondern überzeugend mit Wille, mit Einsatz. Auch Leverkusen, wo wir ein bisschen glücklich waren, aber da hat die Mannschaft gezeigt, sie will diesen Sieg. Ja, und sie ist sehr, sehr gut aufgetreten. Und jetzt hatten wir einfach das Pech, dass wir gegen 2 außergewöhnliche Mannschaften hintereinander gespielt haben. Und die Mannschaft wird am Samstag wieder anders dastehen. Jetzt war es ja so, dass Ihr Sportvorstand sich ja auch mal zu Wort gemeldet hat. Vielleicht war es ja auch aus der Verärgerung heraus über diese Woche und hat so ein bisschen angedeutet, also es könnte schon sein, dass es für den einen oder anderen Spieler dann am Ende der Saison sogar noch Konsequenzen gibt. Für mich war es so ein bisschen indirekt, als hätte er auch dem einen oder anderen mangelnden Charakter vorgeworfen. Wenn ich Sie richtig verstehe, sehen Sie das nicht so? Nein, weil die Mannschaft, das wurde ja immer wieder vorgeworfen und immer wieder hat sie aber Charakter gezeigt und es wird so, mir wird ein bisschen wenig so die Probleme, die wir auch haben. Ja, wir haben nonstop zwischen 5 und 10 Verletzte. Ja, da ist es immer unheimlich schwierig, auch die Qualität immer Woche für Woche rüberzubringen. Und immer, wenn es aber darauf ankommt, war die Mannschaft da. Wir haben die Ziele erreicht, wir haben das Champions League erreicht, wir haben den 4. Platz letztes Jahr, die Qualifikation erreicht. Wir sind jetzt wieder vom 7. auf den 4. Platz mit den ganzen Problemen, die wir haben. Und das zeigt schon, dass die Mannschaft enorm viel Charakter hat. Mhm. Vielleicht ist es ja auch ein bisschen anders, wenn man die letzten beiden Spiele sieht, gegen Real und gegen Bayern. Haben Sie nicht auch das Gefühl, dass sich in Europa mittlerweile so eine Art Super Champions League über der Champions League nochmal breit macht mit so 4, 5 Mannschaften, die natürlich über erhebliche Mittel verfügen, aber Bayern, Barcelona, Real Madrid, Paris Saint-Germain? Ja, das macht schon den Anschein und da ist halt unterm Strich schießt dann doch Geld auch Tore, ja. Wenn ich sehe, wir haben einen Marktwert gegen Real von 180 Millionen auf dem Platz gehabt und Real hat einen Marktwert von 580 Millionen, dann ist es doch ein kleiner Unterschied. Und wenn man sieht, was Bayern München tolle Arbeit gemacht hat, also die haben sich das erarbeitet, sie haben keinen Kredit oder sonst irgendwas, sie machen einfach einen sehr, sehr guten Job. Sieht aber, was sie für eine Mannschaft auf dem Platz haben, auf der Bank haben, gar nicht im Kader haben für Spieler, dann ist es außergewöhnliche Qualität, mit der wir uns nicht messen können. Macht Ihnen das nicht trotzdem auch ein bisschen Sorgen? Weil das Wesen des Fußballs ist es ja eigentlich, dass 2 Mannschaften auf den Platz gehen und man vorher nicht wirklich sagen kann, wie es ausgeht. Zumindest es besteht immer ein winziger Prozentsatz, dass vielleicht doch der Außenseiter gewinnen könnte. Das scheint mir so ein bisschen aufgebrochen zu sein mittlerweile, sowohl in der Bundesliga als auch bei bestimmten internationalen Spielen. Macht Ihnen das Sorge? Ja, sicherlich nicht erfreulich. Klar, wenn man jetzt Trainer von Bayern München ist, macht einem das keine Sorge. Aber den anderen drumherum glaube ich schon. Ich meine, die sind mittlerweile wie viele Spiele ungeschlagen? Über 50 Spiele, glaube ich, ungeschlagen. Also dann sieht man schon, was für Qualität und ja, was für finanzielle Mittel auch der Verein hat. Und es wird ja die nächsten Jahre wahrscheinlich nicht besser. Jetzt ist es aber ja so, dass Sie als Trainer von Schalke sicher das Ziel haben, zumindest peu à peu, Sie denken ja bestimmt auch langfristig, peu à peu die Mannschaft immer weiter zu verbessern. Was muss denn passieren, damit Schalke 04 den Anschluss an diese internationale Spitze herstellen kann? Ist das nur eine Frage des Geldes? Ja, nicht nur. Man muss natürlich auch immer wieder die richtigen Leute zusammenstellen, um einfach auch gewisse Ziele zu erreichen, die man sich vorgenommen hat. Und ja, wichtig ist es aber schon immer, gerade für Schalke 04 auch, dass wir die Champions League erreichen, denn es geht unterm Strich doch auch immer wieder um Geld. Ja. Es geht auch nicht nur, dass man in die Mannschaft investiert, die Infrastruktur, ja, im Verein, in die Jugend, von der wir sehr, sehr viel profitieren. Ja. Wir haben sehr viele Jugendspieler bei uns im Kader und das hat dann schon auch unterm Strich immer wieder mit Geld zu tun. Ja, übrigens, interessante Geschichte, Aki Watzke hat jetzt die Jugendarbeit von Schalke sehr gelobt, gesagt, toll, da können wir uns eine Scheibe von abschneiden. Waren Sie da etwas überrascht? Nein, und wenn man gesehen hat, die letzten Jahre waren wir halt in allen Bereichen auch immer vor Dortmund. Ja, wir haben im Nachwuchsbereich die Dortmunder immer hinter uns gelassen und haben vor allem sehr, sehr viele Spieler nach oben bekommen. Wenn man sieht, teilweise stehen 6 Spieler in der Anfangsformation aus dem eigenen Nachwuchs. Ich weiß nicht, welche Mannschaft in Deutschland das von sich behaupten kann. Da wusste ich ja fast schon, dass jetzt spontaner Szenenapplaus aufwandelt. Jetzt ist ja so in der Wirtschaft,
versucht man sich eigentlich immer an der sogenannten Benchmark zu orientieren, immer an dem, der sozusagen der Beste ist und davon zu lernen und dann auch da irgendwie hinzukommen. Inwiefern müssten sich die Trainer in der Bundesliga dann vielleicht auch an dem orientieren, was Pep Guardiola im Moment macht und was könnte man da lernen? Ich glaube, zuerst tut man mal Jupp Heynckes Unrecht, ja, weil es ja nicht nur Pep Guardiola, sie spielen sicherlich einen außergewöhnlichen Fußball, aber Jupp Heynckes hat im letzten Jahr alle Titel gewonnen, die man gewinnen kann. Also von dem her ist es nicht nur Pep Guardiola, sondern auch der Trainer davor hat tolle Arbeit geleistet. Und ja, wie ich gesagt habe, sie haben sehr, sehr viel richtig gemacht die letzten Jahre. Sie haben gut investiert, sie sind nie in Schulden gegangen, haben alles... Aber was konkret kann man von der Arbeit des Trainers Guardiola mitnehmen? Gibt es da etwas, was er neu auch in die Bundesliga gebracht hat? Ja, ob er jetzt was neu, wie gesagt, der Erfolg war letztes Jahr auch schon da. Sie spielen sicherlich jetzt nochmal einen Tick besser Richtung Ball oder mit Ball auch. Ja, sie sind viel in Bewegung und ich glaube, Bayern München ist in allen Bereichen perfekt. Ja, sie probieren alles perfekt zu machen, sie überlassen nichts dem Zufall. Sie sind auch in kleinen Dingen unheimlich akribisch und wenn man sieht, bei uns im letzten Training hat sich jemand einquartiert im Hotel, der unser Training beobachtet. Wo wir unter Ausschluss der Öffentlichkeit, haben die sich im Hotel einquartiert und haben uns zugeschaut, wie wir trainieren. Das war aber also, nicht Uli Hoeneß oder so. Nee, den hätte man sofort erkannt. Ich denke nicht. Nein, aber ja, sie lassen nichts dem Zufall und sie machen dann schon sehr, sehr gute Arbeit. Mhm. Wir schauen nach vorne. Die nächste Aufgabe steht an. Die große Chance, auch alles vergessen zu machen. Ist das so ein bisschen? Wir müssen die zwei Spiele, ja, das davor wollen wir gar nicht vergessen. Wir haben, wie gesagt, wir sind gut gestartet. Ja. Und deshalb müssen wir die zwei Spiele vergessen machen, aber wir nehmen jetzt doch die Rückrunde gerne mit, die wir bisher gespielt haben. Auf jeden Fall. Und jetzt geht es gegen Hoffenheim, die auf der einen Seite die drittbeste Offensive der Liga stellen, auf der anderen Seite aber auch die drittschlechteste Defensive. Was ist das Rezept, das Sie da zum Erfolg führen kann? Ja, die Offensive ausschalten und die Defensive nutzen. Hey. Nicht schlecht. Bei den Kollegen wäre das jetzt fast schon 3 €. Ja, nein, es ist eine Mannschaft mit enormer Offensivqualität, ja, individuell auch. Es ist halt eine Truppe, von der man auch mal schnell überrollt werden kann, wenn es blöd läuft. Ja, wir haben es ja erlebt im Pokal, ist es ja innerhalb von 20 Minuten haben wir das erlebt. Andererseits haben wir auch in Hoffenheim die erste Halbzeit mit das beste Spiel gemacht, da waren wir hoch überlegen. Mhm. Und in der zweiten haben wir dann individuell zu viele Fehler gemacht. Und das wird wichtig sein, dass wir individuell wenig Fehler machen, ja, dass wir sie nicht einladen, ihr schnelles Umschaltspiel, ihre Qualität nach vorne auszuspielen. Und da wird es darauf ankommen, dass wir den Druck erhöhen auf die Abwehr und das Spiel für uns entscheiden. Sie sind aktuell Vierter in der Tabelle, Sie haben es schon gesagt, mit guten Möglichkeiten auch noch bis Platz 2. Wie wahrscheinlich würden Sie sagen, ist es, dass Sie es schaffen, mit der Mannschaft wieder Richtung Champions League zu marschieren? Ich bin 100%ig davon überzeugt, dass wir das schaffen. Ja. So, und die wichtigste Frage für alle hier, schaffen Sie es auch vor Dortmund zu landen? 3 Punkte sind es, glaube ich, im Moment Rückstand. Gibt noch das Derby. Ich glaube, so in 2,5 Wochen ist es soweit, knapp 3 Wochen. Es würden alle jetzt gefallen, wenn ich sowas raushaue. Nein, wichtig für uns ist, dass wir Platz 4 bzw. 3, der in erreichbarer Weite ist oder erreichbar ist, dass wir das anstreben. Wie gesagt, nach dem 17. Spieltag hat keiner gesagt, dass wir da stehen, wo wir heute stehen. Und wir haben jetzt gut aufgeheult, die anderen Mannschaften schwächeln. Und wenn wir unsere Probleme mit den Verletzten langsam weniger werden, dann wüsste ich nicht, warum wir uns da noch von abbringen lassen. Lassen Sie mich auch noch eine etwas allgemeinere Frage stellen. Sie sind jetzt 16 Monate hier auf Schalke als Trainer tätig. Wir haben das ja in dem Beitrag gerade auch mal gründlich aufgearbeitet gesehen. Wie fällt denn Ihre persönliche Bilanz aus? War es jetzt eher mehr schön? War es mehr hart? Wie haben Sie die Zeit hier empfunden? Ja, da hat man sehr viel. Ich glaube, das, was ich in den 15 Monaten erlebt habe, schaffen die anderen nicht in ihrer ganzen Trainerkarriere, was hier passiert ist. Aber Schalke ist ein außergewöhnlicher Verein, ja, mit außergewöhnlichen Fans, mit auch die Angestellten. Der Verein lebt in beide Richtungen, nach oben und nach unten. Und ich habe sehr, sehr viel gelernt im letzten Jahr und mir hat das mehr Spaß gemacht. Sicherlich gab es auch Situationen, wo es nicht so schön war, aber das hat jeder Trainer in Deutschland, nicht nur ich. Und wie gesagt, ich arbeite beim außergewöhnlichen Verein und bin auch sehr, sehr stolz, dass ich arbeiten darf. Matthias Imhoff ist ja ein guter Freund von Ihnen, den haben wir vorhin schon gehört. Der hat das mal
kurz beschrieben, was sozusagen diese Zeit mit Ihnen gemacht hat. Ich fand ein ganz interessantes Detail, das er beobachtet hat. Hören mal rein. Man muss ja nur die Bilder angucken von bevor er Cheftrainer wurde und jetzt einfach anschauen. Ja. Er ist schon ein bisschen, ein bisschen ist gut, er ist sehr grau geworden. Ja. Aber es heißt ja immer, Männer werden interessanter durch. So, wir haben mal, das wollten wir natürlich mal überprüfen. Wir haben jetzt mal ein Bild vorbereitet, sozusagen ein Vorher-Nachher. Also das eine ist 2012 und das andere ist 2014. Wenn die Kollegen das freundlicherweise mal kurz reinspielen, dann sieht man, links ist ja fast blond, würde ich sagen, durchzogen mit einigen wenigen grauen Strähnen. Rechts dann schon Richtung Modell Rudi Völler langsam, oder? Es wird weißer. Ja, ich töne sie mir auch noch grau. Ja. Nein, es war sicherlich eine sehr intensive Zeit, die auch ein bisschen Nerven gekostet hat. Und ja, so ist es nun mal. Ja, liebe Zuschauer, gleich nach einer kurzen Pause beschäftigen uns eine spannende Frage, nämlich: Was haben Jens Keller und Mario Balotelli gemeinsam? Gleich.